So sieht ein echter 500-Euro-Schein unter UV-Licht aus. UV-Licht ist eine von zahlreichen Möglichkeiten, Fälschungen zu erkennen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist vor allem die Anzahl gefälschter 500- und 200-Euro-Banknoten gestiegen. Grund dafür sind vermutlich betrügerische Geschäfte mit Luxuswaren. Dadurch war die Schadenssumme um 66% höher als im vorherigen Halbjahr. Insgesamt hat die Deutsche Bundesbank im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland rund 26.700 falsche Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezogen. Das entspricht einem Schaden von 2,9 Millionen Euro. Die Anzahl der Fälschungen stieg gegenüber dem zweiten Halbjahr 2022 um 10%, blieb aber insgesamt weiterhin niedrig. Weiterhin hoch ist auch der Anteil leicht erkennbarer Fälschungen mit dem Aufdruck Movie Money oder Prop Copy. In einigen Fällen wurde der Aufdruck durch die Imitation einer Unterschrift überdeckt. Die Anzahl falscher Münzen ist im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Rund 49.000 falsche Münzen wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres im deutschen Zahlungsverkehr festgestellt. Das sind 20% mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür ist, dass Kreditinstitute und Werttransportunternehmen noch Rückstände nicht mehr umlauffähiger Münzen aus der Corona-Pandemie abarbeiten.